Hallo Jungs, wie geht's? Heute lernen wir alles über das Sprechen von dem Zertifikat Deutsch B1. Dieser Teil der Prüfung dauert ungefähr 15 Minuten und ich gebe euch viele Tipps und am Ende natürlich viele zusätzliche Materialien, damit ihr diesen Teil sehr gut macht. Also los geht's! Lass uns zuerst die Prüfung kennenlernen. Die Prüfung hat drei Teile. Teil Nummer 1 ist eine Konversation, Teil Nummer 2 ist immer eine Präsentation und Teil Nummer 3 ist eine Reaktion auf die Präsentation, die eine andere Person gemacht hat. Das hier ist extrem wichtig. Ihre Vorbereitungszeit beträgt 15 Minuten. Sie bereiten sich allein vor. Sie dürfen sich zu jeder Aufgabe Notizen machen. In der Prüfung sollen Sie frei sprechen. Hilfsmittel wie zum Beispiel Wörterbücher oder Mobiltelefone sind nicht erlaubt. Lass uns nun mit Teil 1 beginnen, die eine einfache Konversation ist. Hier findet man den Kontext und dann die Anweisungen. Es ist immer gut, wenn wir mit dem Kontext beginnen und nicht direkt mit den Punkten. Also nicht: Hallo, wie geht's? Wir reisen nach Köln. Wann? Nein, 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 das ist nicht korrekt. Anstatt müssen wir damit arbeiten. Zum Beispiel: Hey Mann, wie geht's? Wir haben schon den Preis bekommen. Und es ist ein Sprachkurs für zwei Personen in Köln. Also wunderbar, wir sollten das gerade planen. Und dann die andere Person beginnt zu sprechen. Und dann sprechen wir über alle Punkte hier. Also langsam, immer zuerst mit dem Kontext. Wir müssen über alle Punkte sprechen. Man kann auch ein bisschen improvisieren. Nicht vergessen, dass der Kurs nur eine Woche dauert. Und das ist ein wichtiger Detail, damit wir viele, viele Punkte bekommen. Hier müssen wir immer versuchen, dass die andere Person spricht. Auch sollte man immer darauf reagieren, was die andere Person sagt. Zum Beispiel: Ich finde das gut, ich finde das schlecht, das ist eine gute Idee, das ist wunderbar. Noch eine Sache wäre, dass man die Fragen gut formulieren sollte. Also es ist wichtig, vielleicht dieses Thema zu wiederholen. Also wie man Fragen auf Deutsch formuliert. Und wenn wir das machen, dann haben wir wirklich gute Ergebnisse. Und wenn wir etwas von dem Kontext nicht verstehen, also kein Problem, wir versuchen einfach zu arbeiten mit allem, was wir verstehen. Oder vielleicht kennt unser Partner, unsere Partnerin den Kontext viel besser als wir. Und das wäre total gut für uns. Denn dieser Teil ist in Gruppen zu zweit. Lass uns gerade mit Teil Nummer 2 beginnen. Übrigens, wenn ihr das Video total gut findet, bitte abonniert meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke. Na gut, wir machen mit dem Video weiter. In diesem Teil der Prüfung hat man zwei Themen. Man sollte das beste Thema für sich selbst auswählen. In der Praxis gibt es noch mehr Themen, vielleicht 5 oder 6. Es ist ja so, dass man wirklich das beste Thema, das passende Thema für sich selbst auswählen sollte. Zum Beispiel hier habe ich zwei Möglichkeiten: Hochzeit oder private Feier und ohne Auto leben. Also dieses Thema finde ich interessanter, also Thema Nummer 2. Ich werde Thema Nummer 2 auswählen, weil es einfach für mich persönlich ist. Wenn man das Thema schon auswählt, sollte man einfach auf die Struktur aufpassen. Und hier finden wir alle Tipps. Also passt auf! Zuerst sollte man die Struktur der Präsentation erklären. Also zum Beispiel: Hallo, mein Name ist, mein Thema ist. Zuerst beginne ich mit, dann spreche ich über, später, nun spreche ich über Vor- und Nachteile und zum Schluss möchte ich, dann. Man kann auch Notizen machen und diese darf man während der Prüfung sehen. Wichtig ist, dass man über jede Idee richtig spricht, ganz klar. Es muss nicht sehr lang sein, man muss direkt sprechen und man sollte diese Ideen nicht kombinieren. Das heißt, dass wenn du über diese Idee sprichst, dann sprichst du nur darüber
Und dann, wenn du mit dieser Idee fertig bist, dann kommst du zu dieser anderen Idee. So ist die Präsentation ordentlich und viel, viel besser. Am Ende von dem Video gebe ich euch interessante Links über Meinungen, über Präsentationen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir Teil 3. Hier das Wichtigste ist die Reaktion auf die Präsentation von der anderen Person. Aber diese Reaktion hat eine bestimmte Struktur. Lass uns sie lernen. Wir haben A, geben Sie eine Rückmeldung zur Präsentation Ihres Partners, Ihrer Partnerin. Und B, stellen Sie auch eine Frage zur Präsentation Ihres Partners, Ihrer Partnerin. Was bedeutet das? Wir müssen immer sagen, wie wir die Präsentation von der anderen Person finden. Ich finde die Präsentation gut, ich finde die Präsentation schlecht, ich finde die Präsentation ganz interessant. Du hast gesagt, dass... Deswegen finde ich das interessant. Wir müssen immer ein bisschen Feedback geben. Und wenn wir etwas von der Präsentation von unserem Partner, unserer Partnerin erwähnen können, dann ist das viel besser. Und danach können wir die Frage stellen. Es kann irgendwelche Frage sein. Und diese muss natürlich klar sein. Also es sollte gut formuliert sein. Falls ihr eine Frage habt, schreibt sie einfach in den Kommentaren. Vielen Dank für's Zuschauen. Hier findet ihr ein Video, damit ihr mehr Deutsch lernt und eine Playlist. Außerdem gibt es in den Kommentaren und in der Beschreibung wichtige Links. Bis bald!